So, hallo liebe Zuschauer und willkommen zu Let's Play Battlefield Bad Company 1. Und zwar ein kleiner Einblick in den Multiplayer-Modus. Ja, ich würde sagen, ich gehe direkt ins Spiel rein, weil ich habe nur 15 Minuten Zeit, insgesamt 15 Minuten. Das heißt, da muss ich jetzt wirklich ein ganzes Match reinkriegen. Wir machen ein benutzerdefiniertes Spiel. Ich meine mal noch, gibt es im Spiel zwei Modi, Gold Rush und Eroberung. Ich finde Eroberung besser, deshalb werde ich euch vorerst Eroberung vorstellen. Kann es dann egal sein, machen wir einfach so. Ja. Was kann ich da noch sagen? Ich bin momentan ein bisschen hektisch. So, gut, da sieht man, das ist gut. Wir sind im russischen Team. Es gibt immer Russisch und Amerikanisch, also US-Team. So, dann sieht man da, die links sind die, Leben des einen Teams und rechts des eigenen Teams und rechts des feindlichen. Und ja, wenn diese Balken, also wie jetzt mal, wenn man stirbt und spawnt, sinkt dieser Balken etwas. Oben sieht man schon, und wir haben nur einen Kommandoposten, das zeigen diese Flaggen. Und ja, auch weniger Tickets oder Leben, so wird das hier genannt. So, hier können wir jetzt unsere Klasse auswählen. Sturmsoldat, Sprengstoffexperte, Aufklärer, Spezialist oder Versorgungssoldat. Wir nehmen uns Aufklärer, das ist mit dem Scharfschützengewehr. Das bauen wir hier. Okay, da ist einer. Das Spiel ist in Deutschland ab 16 freigegeben. Also, USK 16. Ja, das Spiel finde ich ist eigentlich ziemlich gut. Die Engine ist verdammt gut. Werde ich gleich nochmal zeigen, dann nehme ich mir, wenn ich sterbe, nehme ich mir einen Sturmsoldat, dann werde ich das nochmal zeigen. So, wir sind halt jetzt, das ist halt ein Ego-Shooter, sieht man ja schon. Und wir sind halt ein Scharfschützer. Unsere Ausrüstung ist das Scharfschützengewehr, eine Pistole, kann natürlich auch zentrieren. Ein Bewegungsmelder. Und das hier, damit kann man eine fernlenkbare Rakete starten. Gut, wir gehen mal langsam unserem Sturmsoldatkamerad, ist glaube ich hinterher. Nehmen uns mal unser Scharfschützengewehr. Ich finde das Spiel wirklich gut. Wir gucken uns hier mal hin. Und da ein Hubschrauber, ja, hier gibt es im Spiel gibt's auch Hubschrauber da. Ich habe etwas asynchron Ton. Ich hoffe, bei euch ist der ganz synchron. Also, das war nicht super. Ja. Falsch. Hier, einmal muss man einmal ansehen, dass das hier markiert ist, dass dann irgendwo hinhaut. Und dann wird oben eine fernlenkbare Rakete gestartet. Die müssen wir dann in das Feind verklinken. Ja, der war wohl nix. Alle ist sowieso rausgegangen. Ja, wir sind tot. Gut, ja, währenddessen steht man halt nur rum und wenn man dann getötet wird, kann man die auch. Dann geht's mal Sturmsoldat mit der M16. Richtig eingekesselt, das ist. Was bist du denn? Gut, den haben wir gemessert. Okay, der ist laggy hier. Gut, wir lassen die mal gehen. Ja, es ist die M16, meiner Meinung nach die beste Waffe im Spiel. Frage ist wirklich, ob ich das beurteilen kann. Das ist halt nur ein bisschen blöd, jetzt zu tun. Also, blöd. Boah, wie die uns jetzt überrennen. Das ist ja krass. Dann nehmen wir die Splittergranate. Finde ich auch sehr gut gemacht. Mit einem kleinen Smiley dran. Wow. Was war das? Das war gerade, ja, damit das haut er sich halt in den Magen. Ah, hinter mir, ja. Wir müssten eigentlich schon gut Punkte geholt haben gerade. Ja, 74 geht ja eigentlich dafür, dass wir noch nicht so lange spielen jetzt. Ja, wie man sieht, wir sind eigentlich ziemlich eingekesselt. Die haben alle Kommandoposten, wir haben nur einen einzigen. Den werde ich aber jetzt weiterhin versuchen zu verteidigen.
Ach, ein Panzer. Gut, das passt eigentlich ziemlich gut, dass wir gerade am Verlieren sind, weil wir haben ja erst 5 Minuten, aber weil es ja mein erstes Video ist, würde ich das gerne auch nicht zu lange machen, dass es noch schnell bearbeitet wird, damit ich dann eine Qualitätskontrolle mache. Oh, falsch, das ist gar kein böser Panzer. Lauf, Junge, lauf einfach nur. Lauf. Und jetzt rein und lauf. Nein. Hey. Hat er mich überfahren? Aha. So. Ja, wir können nicht spawnen. Okay, wir haben verloren. Gut, das war halt nur ein kurzer Einblick in das Spiel, wirklich. Ich werde aber jetzt noch einmal kurz das nächste starten. Ja, beziehungsweise ich mache das nächste jetzt so weit, bis ich keine Zeit mehr habe, weil es war jetzt wirklich ein bisschen kurz. Jo, dann warten wir jetzt mal kurz. So, ins Gefecht stürzen mit dem, als Sturmsoldat, mit der M16. Ja, die Map ist auch cool, die geht auch ziemlich schnell, weil die halt etwas länger ist. Ich hätte mir jetzt eher Scharfschützen nehmen sollen, aber ich wollte hier mal kurz, hier, jetzt kann ich kurz demonstrieren, was ich so toll an dem Spiel finde. Wand. Keine Wand. Das kann man hier wirklich mit jedem Haus machen. Das ist ziemlich cool. Gut, wir laufen mal. Bewegungsmelder eingesetzt! Noch weiter. Nur mit auf den Feinde, da werfen wir mal Splittergranate rein. Schönen Tag noch! Die Splittergranate ist mir hängt, finde ich. Gut, das hast du hier gefangen. Finde ich auch sehr schön. Da hinten ist ein Scharfschütze! Wo will ich angreifen? Bewegungsmelder kommt! Ah, der und. Gut, wir nehmen uns, ja, wir sind hier. Gut, wir nehmen uns Aufklärer mit einem, ins Gefecht stürzen mit dem Sturmsoldat, mit der M16. Also, ich persönlich bin der Meinung, dass ich in Halo viel besser bin als im Spiel. Weiß nicht, das Spiel ist einfach nicht. Oh, Scheiße! Granate unterwegs! Achso, das war mein Kamerad, verdammt. Wie dumm, ich dachte, der läuft jetzt irgendwie rein. Kommt. Ich will das hier aber mit erobern. Feindlichen Außenposten gesichert. Ja, vor allem habe ich meinen Squad-Kameraden gefunden. Bewegungsmelder sendet! Okay, den haben wir. So, Moment, ist hier kein Feind. Also mal kurz hier rumlaufen. Ducken. Genau, mal was abgezogen. Und wir hatten nur 2 Leben. Wieder einen kurzen Granaten davon. Hey, fang! Bewegungsmelder eingesetzt! Okay, wir haben 64 Leben. Hilfepunkt für Kill gekriegt. Granaten ist alles nachgeladen, gut. M16 finde ich. Die M16 ist gegen auf jeden Fall eine Lieblingswaffe. Die schießt halt schnell und finde ich ist auch ziemlich präzise. So. Bewegungsmelder wendet! Halten Sie durch, Soldat! Wir arbeiten auf Hochtouren, um ihn. Ah, jetzt hab ich den. Bewegungsmelder! Man merkt schon, trotz Sturmsoldat arbeite ich viel auf Distanz. Bewegungsmelder sendet! Wir haben einen Aufpost an den Feind verloren! Oh! Ah! Scharfschütze. Gut, ja, ich habe 10 Minuten schon rum. Das ist nämlich jetzt das Problem, ich krieg das nicht ganz drauf.
Ich könnte natürlich zwei Parts draus machen, was wäre auch nicht so toll. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach nur 4 Minuten, dann mache ich einfach einen Schnitt. Tut mir leid, aber... Gut. Haben wir Messer. Bewegungsmelder eingesetzt! Granate unterwegs! Da ist der Scharfschütze. Feindlichen Außenposten gesichert! Bastard! Da lag eine Granate! Granate, Bewegung! Jetzt kommt deine rein, ja. Hab ich noch gekriegt? Ja, der mit der Granate noch. Sehr schön. Gut, ja, ich würde sagen, ein bisschen können wir noch machen. Wir spawnen hier beim Squad, der ist schön da am Kommandoposten dran. Pass mal auf hier, dass du nicht stirbst. Geh mal hoch. Was? Ach, da oben campt einer mit einer Pumpgun oder mit einer Pumpe oder wie auch immer. Schrotflinte. Ich will gerne hier spawnen. Da kommt nämlich eine riesige Herde hin und wenn das Scharfschützen sind, die, wenn sie scopen können, alle nacheinander abschießen. So. Ja. Wir haben die Kontrolle über einen Außenposten verloren. Scharfschütze! Kill Team. Wie habe ich jetzt irgendwas mein Team gemacht, bitte? Außenposten gesichert. Der Granate oder wie? Okay. Ja, ich hab irgendwie immer Team Schaden, Team Kill. Das ist alles so komisch. So, da. Einfach einer aus meinem Team. Mann, ich. Ich hau. Ich hau mal jetzt mein Team. Das ist alles so blöd. So. Granate! Hilfe Bonus Squad, das ist wundervoll. Bewegungsmelder wendet! Seins ist Scharfschütze! Bewegungsmelder eingesetzt! Okay, wir haben die Messer. Kontrolle über einen Außenposten verloren! Das war aber ja Risiko. Okay, wir hoffen, dass es hier niemand uns sieht. Weil wir wahrscheinlich auf der Karte sogar noch markiert sind, denke ich mal. Wo wir das dann alle gemacht haben hier. Gut, so. Bewegungsmelder kommt! Boah, wie verziehen, ne? Ach, Scharfschütze. Gut, sind wir diesmal besser dran als in der letzten Runde, muss ich sagen. 13 Minuten, noch eine Minute, dann mache ich einen Schnitt. Das nächste Mal nehme ich dann ein Startchen direkt im Match, dass ich dann wirklich auch ein ganzes Match aufnehmen kann. Das verloren. Stellung gesichert und unter Kontrolle. Ist auch egal, ich selbst mache manchmal Scharfschütze und dann darf ich eigentlich nichts über die sagen. Gut, 40. Gut, ich würde sagen, noch einmal spawnen, dann noch ein Kill. Ich mache jetzt noch einen Kill und dann war's das. Diesen einen Kill werde ich mir nicht nehmen lassen. Da ist sogar einer auf der Karte markiert. Der aber schon getötet wurde. Ich will noch einen Kill machen. Komm, lauf. Genau, in einer Minute habe ich schon überzogen, das heißt, ich bin hier für Zeit. Bewegungsmelder kommt! Nee, ich mach doch keinen mehr. Bewegungsmelder wendet! Gut, wir gehen hier mal schnell hin. Doch, wir haben unseren Kill doch noch gemacht. Gut, sogar ein Kopftreffer. Dann war's, dann hier ein Schnitt, danke fürs Zuschauen. Nächster Part ist wieder Battlefield und dann kommt nochmal Halo. Also, bis dann, tschüss. Schreibt eure Meinung und so. Stellung gesichert und unter...